Mein Name ist Lars Reichow, ich begrüße Sie zum Heimatabend. Bei mir rappt heute ein Kardinal. Hier spielt der Geldsack Golf und wir gehen online mit dem ersten Mainzer Digitalarzt. Das wird regional, das wird global, das wird ein Riesenspaß. Heimatabend. Willkommen hier auf Ihrem Lieblingsheimatsender SWR, der Heimatabend. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Die Mainzer sind so ein ausgelassenes Völkchen. Ich sage immer, vier gut gelaunte Mainzer, die ersetzen einen ganzen Tisch Wiesbadener. Ich muss an dieser Stelle vielleicht mal ein Geständnis machen. Ich habe einige Jahre meines Lebens in Wiesbaden gewohnt. Ich war jung, ich brauchte den Wohnraum. Und also, was ist Heimat? Ganz sicher ein gutes Gefühl. Das ist bei den einen so, dass sie gerne im eigenen Bett liegen, vielleicht dieses Heimatgefühl dann empfinden. Die anderen sagen, in meiner Küche fühle ich mich am wohlsten. Ich koche da, ich sitze rum, im Garten arbeite ich. Auf dem Fußballplatz stehen manche das ganze Wochenende und sagen, das ist Heimat. Manche zeigen den Nachbarn an. Ja? Wie ist das eigentlich bei Ihnen hier in dieser Loge? Wo fühlen Sie sich zu Hause, bei sich zu Hause am wohlsten? In der Küche. Tatsächlich. Eine der letzten Frauen, die noch in der Küche wirbelt. Ja? Männer frage ich gar nicht mehr. Sie sind wahrscheinlich an den Autos oder unter den Autos liegen die den ganzen Tag rum. Also, wir haben uns mal ein bisschen umgehört hier in der Gegend und gefragt, wie die Leute das Wort Heimat verstehen. Heimat ist für mich ein mittel- bis schwer übergewichtiger Patient mit rosigen Wangen, Bluthochdruck und einer vom Wochenende schwer in Mitleidenschaft gezogenen Leber. Wenn ich morgens auf den Flur komme und leihe zwei, drei Flocken, dann nehme ich die mit einem Wischer mit und dann ist wieder sauber. Das ist für mich Heimat. Wisse, wenn ich abends von der Arbeit komme, vom Golfen, dann lasse ich mir eine große Badewanne ein mit heißem Champagner, dort dazu ein Hühnerschenkel. Es darf auch mal ein Frauenschenkel sein. Und dann sage ich immer, Konto voll, Flasche leer. Das ist für mich Heimat. Oh Gott. Was war das für ein Angeber? Also als ich ein Kind war, ja, da war die Kirche auch ein fester Bestandteil von Heimat. Vor allem die Kirchenglocken. Ja, wir hatten ja noch keine Armbanduhr. Und es hing ja auch noch kein Smartphone aus der Tasche am Hintern raus. Aber die Kirchenglocke, das war eine sehr zuverlässige Zeitangabe. 6-mal Bim-Bam und ich wusste sofort, nach Hause, sonst gibt's Ärger. Die Kirche war ein gutes Stück Heimat. Leider hat sie dieses Vertrauen bei vielen Menschen verspielt. Viele sind aus der Kirche ausgetreten. Und diesen Trend möchte das Mainzer Bistum aufhalten. In Mainz holt man die Schäfchen neuerdings wieder da ab, wo sie wohnen, nämlich zu Hause an der Tür. Schelleklopp. Gott zum Gruße, die katholische Kirche. Wir müssten ganz kurz an den Beelzebub-Zähler im Schlafzimmer, wenn's recht ist. Gott zum Gruße, sind deine Eltern zu Hause? Nee, die sind gerade nicht da. Umso besser. Taufbecken vorbereiten, Kruzifixe aufhängen, die Sakramente mache ich selber. Hey, was soll das? Herzlich willkommen in der katholischen Kirche. Hast du Bock auf junge, dynamische Kardinäle? Dann schließ dich uns an. Wir von der katholischen... Hm.
Ist ja offen. Frau Meier, Sie waren seit 4 Wochen nicht mehr in der Kirche. So geht's nicht weiter. Sie ist tot. Gut, das ist natürlich ein Argument. Gott zum... Machali al-Basi der Halachim. Knoblauch, schnell! Nichts wie weg! Gott zum Gruße. Einen Moment schon mal bitte, ja? Ja, ihr kennt euch, ihr habt ja was Süßes. Allein schon für die tolle Verkleidung. Ja, gut. Tschüsschen. Ja, liebe Freunde der Kaltakquise, so kann's laufen. Man kann es aber auch laufen lassen. Herzlich willkommen in unserer önologischen Reihe Ut Podo Ergo Sum. Ich trinke, also bin ich. Die Weinernte in diesem Jahr war gelinde gesagt sensationell. Diese Tatsache ist auch leider an mir nicht spurlos vorübergegangen. Wir haben eine Unzahl toller Tropfen aus der Region im Angebot. Mein augenblicklicher Gaumenliebling, Ja, das ist ein Franzose. Bon, bäh. Ja, da muss ich mal ein bisschen, also von Kostet ist es, der schmeckt sich ganz leicht an der Backe, schlängelt sich so nun, da kann man gar nicht genug von nippen. Der hat Spannung, der läuft gut. Einziger Schwachpunkt beim Verbe, nach 3 Flaschen knickt die Bon. Sorry, die Bon. Also, Sie wissen, was ich meine, die Allerdings, egal, dann trinken wir im Sitz weiter. Weiter geht's im Land der harten Leber. Hier haben wir eine Besonderheit aus Bad Kreuznach, die Kreuznacher Edelschnute. Ein toller Wein, leicht, bekömmlich, aber Obacht, nach 2-3 Flaschen wird die Schnute ein bisschen dick und breiter, da können Sie Pizza quer durchschieben. So, hier haben wir noch was ganz Hartes, hier für unseren Finale-Brüller. Köngenheimer Knackarsch, darf ich vorstellen, der ist aus dem Weingut Bobbes. Den petzen wir öfter immer im Swimming-Club. Mehr sage ich hier nicht. Ja, das war's von mir. Ut Podo Ergo Sum. Ich trinke, also bin ich. Prost, Anna. Der Wein ist natürlich die beste Medizin. Aber er schützt auch nicht vor ernsten Krankheiten. Machen wir uns nichts vor. Kommt dazu, dass wir viel zu wenig Ärzte in Deutschland haben. Die Wartezimmer platzen aus allen Nähten. Viele Ärztinnen und Ärzte haben einfach keine Zeit, sich in Ruhe um die Patienten zu kümmern. Und deswegen müssen wir neue Wege gehen, vor allem in der ambulanten Versorgung. Hallo und herzlich willkommen in meiner Online-Praxis. Mein Name ist Dr. Spätsommer. Ich bin Dr. Med in Germany. Deutschlands erste Digi-Doc, wenn Sie so wollen. Die Sprechstunde wird live im International World Web übertragen. Wir haben Zuschauer all over the world, im arabischen Raum beispielsweise. Klassische Elemente wie Wartezimmer, Tupfer, Schere, auch die klassische Krankenschwester suchen Sie hier vergebens. So, da haben wir Herrn Nikolaus aus Donnersbach. Herr Nikolaus, ich nehme an, Sie sind aus dem deutschen Internet. Können Sie mich sehen? Ich höre Sie so schlecht. Deswegen wollte ich schon mal fragen, Herr Doktor, hören Sie mich? Ich höre Sie gut. Können Sie mich sehen und hören? Ich höre gar nichts mehr. Wo sind Sie jetzt genau? Wo muss ich denn hingucken? Herr Nikolaus, schauen Sie auf den Computer. Sehen Sie mich? Also ich höre überhaupt gar nichts. Da stimmt was nicht mit meinen Ohren. Das fühlt sich so an, als ob die verstopft sind oder so. Gehen Sie in Ihrem Computer bitte auf Einstellungen. Dann klicken Sie an Lautstärke Stufe 10.
Probieren Sie es bitte, jetzt müsste es besser sein. Oh, jetzt ist es schon viel besser. Vielen Dank, Herr Doktor, das haben Sie prima gemacht. Wiedersehen. Macht dann zusammen 300 Euro, Rechnung kommt. Hä? Ich kann Sie nicht hören. Hier ist Herr Albasi aus der Republik Mumpitz in der Leitung. Herr Albasi, wo drückt der Schuh, beziehungsweise wahrscheinlich ja bei Ihnen die Sandale? Hokohomo konalala. Herr Mumpasi, ich sehe Sie nicht. Können Sie mich hören? Tete nakarta. Das hat keinen Zweck. Kommen Sie nach Deutschland. Kommen Sie nach Deutschland. Bringen Sie Ihre Familie mit. Bringen Sie alle mit. Wir schaffen das. Der Nächste, bitte. Gott zum Gruße, Herr Doktor. Mein Anliegen ist eher privater Natur. Kein Problem, Hochwürden. Diskretion ist bei uns Ehrensache. Wir arbeiten eng mit Facebook zusammen. Was kann ich für Sie tun? Es handelt sich um einen Ausschlag im Intimbereich. Moment, ich zeig's Ihnen mal. Wow! Der kann sich sehen lassen. Wer? Na, der Ausschlag. Diese Tablette hier. Die werden Ihnen helfen. Was ist das? Es ist Viagra Maria. Gut für den Ausschlag. Gott sei mit Ihnen. Der Nächste, bitte. Doktor, mir geht's so schlecht. Mir geht's so furchtbar schlecht. Wo haben Sie denn die Schmerzen? Hier, überall. Ich glaube, mir geht's zu Ende. Gehen Sie mal in die stabile Seitenlage, bitte. Ich blute. Oh Gott. Sie müssen jetzt nähen. Haben Sie das schon mal gemacht? Meine Mutter. Früher. Wir brauchen eine sterile Pinzette, ein scharfes Messer und einen Streckverband. Stefan, wir möchten dann bitte essen. Ja, ich komme. Oh, ich verblute. Hilfe. Es geht zu Ende. Ich blute überall. Ja. Digitale Arzt. Und das war erst der Anfang. Ganz kurz mal eine Frage. Ich sitze ja hier mit auffallend jungen und sehr attraktiven Menschen zusammen. Könntet ihr euch vorstellen, auch zu so einem Digidoc mal hinzugehen? Vielleicht irgendwann? Kommt immer drauf an, was man hat. Ne? Natürlich die intelligenteste Antwort, die wir jemals, also die hatten wir. Wie sieht's bei dir aus? Gehst du gerne mal zum Arzt oder ist es eher immer schrecklich? Ja, ich meine, es gibt ein Alter, da geht man auch ganz gerne dann hin. Kommt drauf an, zu welchem Arzt. Nee, ich gehe tatsächlich nicht so oft zum Arzt. Ich versuche es immer zu vermeiden. Beziehungsweise es war, glaube ich, bis jetzt noch nicht oft so was Dramatisches, dass ich wirklich zum Arzt gehen musste. Und eine Grippe und so bekomme ich auch selbst hin. Das ist auch gut so. Ja, toll. Vielleicht noch einen kleinen Arztwitz hinterher, weil wir gerade bei diesem Thema waren. Herr Doktor, haben diese Medikamente denn Nebenwirkungen? Und dann sagt der Arzt, es könnte sein, dass Sie wieder arbeiten gehen müssen. Ja, kann man mal machen. Also, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie euch speziell der nächste Film gefällt, nachdem der Kardinal jetzt also als Klingelmännchen nicht so wahnsinnig erfolgreich war mit seinem Messdiener. Wollen wir mal schauen, ob es bei den jungen Leuten, ob es in der Szene nicht noch etwas besser läuft. Da muss er sich als Kirchenmann aber was ganz Besonderes einfallen lassen. Gott zum Gruße, entschuldigt, wenn ich euch bei der Arbeit störe. Gesegnet sei eure Freizeitaktivität. Hättet ihr vielleicht Interesse an der katholischen Kirche? Wir haben sehr gute Orgelmusik, oblatenfrei und ich könnte euch die erste Sünde erlassen. Wäre das nichts? Hey, was labert der? Was ist los mit dir, Mann? Lass mal gut sein. Verpiss dich, Alter. Hey, Partybabys, ich bin's von der Katholische. Habt ihr Bock mit mir zu chillaxen im Chapel? Dann followed me. Ich hab DJ Kantor da mit den größten Hits aus der Steinzeit, dem Mittelalter und von heute. Shisha rauchen mit Weihrauch, Myrrhe und Kaugummi. Wir haben diese Woche sogar Crystal Mess. Wäre das was für euch? Come on, follow me.
Ich weiß, wird einmal ein Wunder geschehen, wenn wir alle jeden Sonntag brav in die Kirche gehen. Faltet eure Hände, Kinder, schaut dabei nach oben. Wir wollen alle unseren großen, lieben Herrgott loben. Du bist jung und dynamisch, optimistisch. Setz noch einen oben drauf und werde christlich. Listen to me now, I will tell you something. Kirche, Gott und Glauben, genau dein Ding. Ich bin katholisch im Himmel und auf Erden. Willst du nicht auch noch einmal streng katholisch werden? Ich bin katholisch im Himmel und auf Erden. Willst du nicht auch noch einmal streng katholisch werden? Mein Lieblingsbuch ist die gute alte Bibel. Für mich immer noch die beste von den ganzen Fibeln. Ich lebe nach den 10 Geboten auf dem Weg ins Paradies. Wenn ich einen Sünder sehe, dann krieg ich kalte Fies. Let's move on the Holy Church Dance Floor. Come on, Kiddies, ich mach's euch vor. Traut euch, Leute, wir machen, was wir wollen. Aber wir wollen, was wir sollen. Gottes Willen. Ja, da ist er fast noch hingefallen. Ja? Das war übrigens Kardinal Rapper aus Sprendlingen. Kommen wir jetzt zu den Reichen und Schönen in Rheinhessen. Man glaubt es kaum, wie komfortabel es sich hier leben lässt. Ich sage nur drei Worte. Geld ist da. Herzlich willkommen in meinem privaten Golfareal auf dem Wissberg. Geld ist da, Vanessa ist da, Golf ist da. Ich arbeite hier an meinem Handicap. Gucken Sie mal, Handicap. Viele Leute denken, ja, Golf, das ist eine einfache Sache, aber ganz so simpel ist es natürlich auch nicht. Entscheidend ist immer noch ein sehr, sehr kräftiger Abschlag. Und da zeige ich Ihnen heute mal, wie das geht. Also, ich bin noch ein bisschen müde. Ja, wir waren im Urlaub gewesen, wir waren in Tunesien im Hotel gewesen. Stimmt's, Vanessa? Ja, ja, Tunesien, schön war's. Arg schön aber. Da ja. Ah, Geld ist da. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Tunesien waren. Also wenn man reinkommt in Tunesien, da ist ja links, haben die so Brot, so verschiedene Brote. Dann kommt die Besteckgeschirrgeschichte da. Und hinter den Brote kommt schon der Käse. Ja, und gleich hinter dem Käse haben die so selbstgemachte Säfte. So selbstgepresste Säfte in Tunesien. Da habe ich zu Vanessa schon gesagt, hier, Vanessa, da könnte ich mich reinlegen in diese selbstgepressten Säfte in Tunesien. Alleine wegen dieser Säfte würde ich Tunesien nochmal machen. Die andere Woche waren wir in Marokko. Marokko auch schön, wenn man reinkommt in Marokko. Da ist ja dann rechts das Brot. Da habe ich auch gesagt, hier, habt ihr sie noch alle in Marokko? Alles durcheinander, alles durcheinander. Ich sage immer, wenn wir uns ein bisschen zusammenrücken, überall auf der Welt, wenn wir ein bisschen zusammenstehen, da können wir überall, können wir die Saftpresse vorne links hinstellen. So, jetzt will ich mal fahren. Raus. Tschüss, danke. Ach, ach du Scheiße. Ich hab keine Zeit für den Scheiß. Ich hab auch 10 Minuten nach dem Frühstück, hab ich auch Power World Stretch Dance on the Beach, Baby. Da komm ich zu dem Kenner, sag ich, wo sind die Pannenkuchen? Da sagt er mir, ja, die sind schon weg. Hab ich gesagt, ja, sind die schon am Strand oder was? Ist mir doch egal, ob das auf der Polybe oder auf der Stalaktite ist. Die Saftpresse gehört nach vorne links. Und wenn ihr es nicht mit den Rechos stellen könnt, ihr Deppen, dann müsst ihr halt die Rechos kleiner machen, ihr malle Doofen. Vanessa, wo bist du denn? Vanessa, wo ist sie dann? Ei, ei, Weibe.
Ich sitze im Klo auf dem Club, also im Club auf dem Klo. Da wusste ich selber nicht mehr, bin ich jetzt auf den Bagatellen oder auf den Garnelen, weil ich so ähnlich gekachelt hatte. Bin ich raus zum Kellner, hab ich gesagt, hier, wenn ihr nicht sofort die Seychellen neben die Antilopen stellt, dann zieh ich euch die Azoren lang. Wo sind wir denn hier? Ja, da bist du ja, Vanessa, endlich. Ja, was schaffst du denn, du? Guckst du das mal an, wie das aussieht? Ne? Die ganze Handtasche ist kaputt. Scheißegal, ich kauf dir eine neue, Geld ist da. Jetzt lass mich mal gerade jetzt mit dem Hotel weitererzählen. Hotel? Wir sind also, ich kann's nicht mehr hören, wenn ich ein Eishotel. Ja, okay. Ja, ja, wir machen Camping, Vanessa. Wir machen Camping. Zelt ist da. Also auf dem Campingplatz kann man sich die beiden ja überhaupt nicht vorstellen. Ja. Ich kenne Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, erst recht keine Altersgruppe nennen. Ich kenne welche, die sind fast jeden Morgen beim Arzt. Ja, das ist für manche wie ein Beruf. Die sammeln Arzttermine wie andere Treuepunkte. Man quatscht ein bisschen mit dem Arzt, lässt sich ausgiebig und überall untersuchen, bekommt einen neuen Termin, vielleicht sogar mehrere. Dann gibt es ein dickes Rezept, dann geht es weiter in die Apotheke. Und da gibt es natürlich auch noch wieder Begegnungen. Die Pharmaindustrie jubelt. Schauen Sie mal, wie bequem das sein kann für den Arzt, wenn er eine richtig gut ausgebildete Patientin hat. Dr. Spätsommer, Digidoc Online-Praxis, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, mein Name ist Monika Förster, also folgendes, ich wach neulich auf und hatte so ein Jucke. Und da habe ich mich gekratzt und dann war es plötzlich dick geworden und dann ist es angeschwollen. Da bin ich rumgelaufen, es hat gezogen, überall von hinten, über die Schulter hat es schrecklich gezogen. Da fing es an zu brennen neulich, auf der Haut so Wölbungen nach sich gezogen. Da habe ich ein bisschen Nivea drauf gemacht, weil es hat immer weiter gejuckt und so gezuppelt. Dann drehe ich mich um und hat es gezwickt und gewackelt. Da habe ich später Wasser drauf gemacht, dann war es später, hatte ich an den Spiegel geguckt, sehe ich eine riesen Beule auf die Stirn, verbunden mit rasenden Kopfschmerzen bin ich runter, habe mich so ein Ziehen und Zerren im Unterschenkel, da gucke ich nach und sehe ich, ach Gott, die richtige Länge, Oberschenkel übersät mit Pusteln und Exzesse, da komme ich in die Küche, da schwillt die Schulter an, habe ich einen riesen Schreck bekommen, ich konnte nichts mehr machen, ja, steife Rücken, verknotete Lappe, ich habe geschwitzt, Rotz, Wasser, hohes Fieber mit Nasenlappe, Einlage, Wickel, Fetz, bin ins Bett, am nächsten Tag war alles wieder gut. Alles klar, gut, da haben wir es, ja. Gute Besserung, die Rechnung schicke ich Ihnen sofort rüber. Ciao. Gibt es denn eigentlich irgendein Medikament gegen Vergesslichkeit? Also das würde ich mir mal holen. Ich kann mir bald überhaupt nichts mehr merken. Ich habe zum Beispiel neulich, da stand ich bei uns zu Hause im Erdgeschoss und da habe ich gedacht, ach, jetzt gehe ich mal die Treppe hoch in den ersten Stock, ja, und dann mache ich da Dit-dit-dit. Okay, dann bin ich hoch und dann war ich oben und habe gedacht, was wollte ich noch mal hier? Vergessen, beides vergessen. Dit-dit-dit und dit-dit-dit. Dann bin ich wieder runter und auf der letzten Stufe, kurz bevor ich wieder im Erdgeschoss bin, da fiel es mir wieder ein. Ja, ist verrückt, oder? An manchen Tagen, da gehe ich runter in den Keller, ganz runter in den Keller und da fällt mir alles wieder ein, was ich jemals machen wollte. Dann gehe ich hoch ins Erdgeschoss, da ist die Hälfte weg und ganz oben im ersten Stock weiß ich von gar nichts mehr. Das ist verrückt, oder? Deswegen bin ich meistens übrigens oben. Da muss ich nichts machen. Und es wird immer schlimmer. Neulich stand ich im Supermarkt an der Kasse und die Tante hatte schon die Sachen durchgezogen. Ja? Und dann fragt die mich, zahlen Sie bar oder mit Karte? Da habe ich gesagt, klar, mit Karte, kein Problem. Habe ich das schon ganz oft gemacht. Sie schiebt mir diesen Bezahlknochen rüber. Ich will die Zahl eintippen. Ja? Das fängt bei mir mit 7 an. Das bleibt aber bitte unter uns. Ja? Und ich habe die 7 eingegeben. Da dachte ich, 7. Ja? Und dann wusste ich nicht mehr weiter. Da habe ich es vergessen. Ja? Ich habe diese Zahlen schon, ich habe die schon so oft, also ich habe die seit 10 Jahren. Aber plötzlich waren sie weg. Ja, habe ich gedacht, vielleicht wissen es die Fingerkuppen noch. Ich habe so ein Mikrogedächtnis, so ein Reflex. Ja, da habe ich die da drüber gelegt, über den Bezahlknochen. Da kam aber gar nichts. Ja, die sind also, waren total blöd. Da habe ich gedacht, die linke Hand vielleicht. Die linke, die sind ja noch völlig unbenutzt, die Finger. Ja, und habe ich die so drüber, die wussten aber überhaupt nichts. Also die hatten keine Ahnung. Ja. Ich habe aber für solche Fälle
für solche Katastrophenfälle habe ich natürlich die Zahlen nochmal im Portemonnaie. Ja? Aber psch, das bleibt jetzt wirklich. Ja? Und da bin ich meine, ich habe sie natürlich verschlüsselt im Portemonnaie. Ja? Ich bin ja nicht blöd. Ich habe da einen Zettel im Portemonnaie mit 21 Zahlen insgesamt. Und da stehen die vier dabei. Ja? Also, da sind die da, aber natürlich nicht am Anfang, ja? Sondern ich sag mal in der Mitte. Ja? Und habe ich dann den Zettel rausgefriemelt und habe ich gedacht, hä, wo ist denn da die Mitte? Ja? Und die 7 war auch nicht dabei. Ja, blöde Zettel, auch irgendwie zerrissen. Also, na gut, hinter mir war schon eine Schlange, die haben Druck gemacht. Da wollte noch einer die Bananen über meinen Kopf rüberreichen. Ich sagte, Moment, Moment, ja, ich habe ja die Zahlen, ich habe sie noch im Schuh. Ja, das war wirklich die letzte Chance. Und zwar, wenn man reinkommt in den Schuh, unten links. Ja? Es bleibt aber bitte jetzt unter uns. Ich ziehe also den Schuh aus, ja, heimlich, und hinten schreit ein Mädchen, das stinkt. Ja, hab ich gesagt, pst, ja, ich stelle den Schuh aufs Laufband, gucke so rein, dass man nichts merkt, und plötzlich sehe ich, da hatte ich die falschen Schuhe an. Da stehen die Zahlen vom Fahrradschloss. Also wirklich, ey. Es gibt Tage, da stehe ich am Fenster mit einem Glas Rotwein in der Hand. Und ich denke an die Heimat, an all die schönen Frauen, die ich hier schon in den Armen hielt. Der lange Weg, bis ich die richtige fand. Es gab eine Rebecca aus Alzey. Ich traf sie in einer kleinen Bar. Wir teilten das Bett, verstanden uns gut. Ich war erstaunt, wie weit sie schon war. Da war Mareike, sie kam aus Bad Kreuznach. Sie war echt eine ganz liebe Gute. Als ich sie zum ersten Mal küsste, bekam ich einen Ausschlag an der Schnute. Ich hatte sie lieb, ich hatte sie gerne, aber ich wollte mich noch ein bisschen weiter umschauen. Denn hier in Rheinhessen gibt es viele schöne Frauen. Da war Simone aus Lörzweiler, sie hatte einen wunderschönen Rücken. Wir liebten uns stürmisch am Ufer des Rheins, gestört haben mich nur die vielen Mücken. Die reife Franziska aus Bingen, sie fiel mir bei der Ausfahrt vom Trecker. Wir blieben zusammen noch 2-3 Wochen, danach ging sie mir so auf den Wecker. Ich hatte sie lieb, ich hatte sie gerne, aber ich wollte mich noch ein bisschen weiter umschauen. Denn hier in Rheinhessen gibt es viele schöne Frauen. Da stehe ich nun vor meinem absoluten Lieblingspublikum. Und vielleicht werden die Männer jetzt denken, der Arsch. Er kriegt sie alle rum. Und die eine oder andere Frau wird sich fragen, welche hat er denn nun genommen? Und Sie haben recht, die Geschichte ist noch nicht ganz auserzählt. Da war eine Frau, die war so anders, sie war so wunderschön, mit der wollte ich unbedingt zusammen sein. Meine große Liebe kam aus meiner Heimat, Mainz am Rhein. Das war der Heimatabend. Danke allen Mitspielern, allen Tänzern, allen Komparsen, allen Messdienern. Vanessa, ich danke dem Golfplatz auf dem Wissberg. Ein Gruß auf den Leichenberg. Danke fürs Zuschauen. Danke dem tollen Publikum hier im Studio. Hoch lebe die Heimat. Schönen Abend. Wir strunzen nicht, wir Hund.